Mit dem Grob Robotersystem, auch GRC genannt, bietet Grob eine Komplettlösung aus einer Hand mit einem einheitlichen Design, abgestimmten Schnittstellen und einem innovativen Konzept. Wir kombinieren damit unsere Werkzeugmaschinen mit einer Automation, eigenen Spannvorrichtungen, Greifern, Steuerungstechnik und einem eigenen Leitsystem. Als zusätzliche Option kann das Schubladensystem auch genutzt werden, Paletten oder Greifer in die Zelle zuzuführen. Durch den automatisierten Spannvorrichtungs- und Greiferwechsel ist es mannlos möglich, unterschiedliche Spannvorrichtungen und Werkstücktypen zu handeln. Neben der Zelle bieten wir moderne Leitsoftware aus dem eigenen Haus an. Damit ist es möglich, eine flexible Planung und die Verwaltung von Fertigungsaufträgen zu realisieren. Alternativ können Fremdsysteme angebunden werden, sodass der Kunde bei Vorhandensein eigener Leitsysteme die Zelle genauso gut verwenden kann. Die kompakte Bauweise mit einem gemeinsamen Grundgestell führt zu einer einfachen Installation und zu einer schnellen Inbetriebnahme auf der Baustelle. Durch die austauschbaren Einlegebleche ist es möglich, sehr schnell unterschiedliche Rohmaterialien zuzuführen, damit man die Abmessungen wechseln kann. Alternativ kann der Kunde KLT-Behälter einwechseln und damit bereits vorkonfigurierte Einsätze schnell zuführen. Das Schubladensystem haben wir in mehreren Ausführungen, sodass Werkstückbeladegewichte von 300 bis 500 Kilogramm möglich sind und die nutzbare Schubladenfläche von 1240 auf 600 mm bzw. bei der XL-Version von 1660 auf 600 mm genutzt werden kann. Dieses System eignet sich für längere mannlose Produktion und durch das innovative Zuführsystem mit Schubladen kann der Kunde unterschiedliche Werkstücke mit verschiedenen Losgrößen zuführen und so über das Wochenende oder über Nacht kleine Serien oder mittlere Losgrößen fertigen. Die Zelle ist nach Kundenwunsch konfigurierbar, besteht aus unterschiedlichen Modulen, sodass wir entgraten, reinigen, markieren, SPC-Plätze, NIO-Rutschen, aber auch eine zweite Maschine in die Zelle integrieren können.